Der Großname Fußballverein 1990 empfängt das Team vom FSV 1990 Neusalzer Spremberg. Ich begrüße unsere Gäste aus Spremberg recht herzlich. 6. Spieltag Sachsenliga, Spitzenspiel. Der Großenhainer Fußballverein trifft auf den Fußballsportverein Neusalzer Spremberg. 2. gegen 3. und es ist das Spiel der torhungrigsten Mannschaften. Großenhain mit 16 Treffern, Neusalzer Spremberg mit 14. Noch nie konnte Neusalzer gegen Großenhain gewinnen. Trainer André Kohlschütter hier vorne im Bild möchte dies natürlich ändern. Er, seit 2012 im Verein, führte die Mannschaft von der Oberlausitzliga bis in die Sachsenliga. Und die Gäste in Rot mit dem besseren Beginn von rechts nach links. Das ist Buska. Doch Lukas Buska setzt den Ball knapp neben das Tor. Genauso wie Jokusch hier. Paul Jokusch, der 19 Jahre alte junge Stürmer mit nicht genug Zielwasser. Großenhain brauchte eine gute halbe Stunde, um ins Spiel zu finden. Die erste Hälfte geprägt von vielen Fehlpässen. Doch da mal ein schöner Schuss von Brunzel, doch keine Probleme für Torhüter Dominik Schiering. Da Großenhain erarbeitet sich etwas Übergewicht. Schöne Flanke von Brunzel, doch Top-Torjäger der Liga, Thorsten Marx, verfehlt deutlich. 3 Siege nacheinander in den vergangenen Spielen, doch mit der ersten Halbzeit kann Trainer Kuppert nicht wirklich zufrieden sein. Das hat er seiner Mannschaft wohl mitgeteilt und die startet furios in Hälfte 2. Das ist Stefan Schäfer. Passt doch in die Mitte. Doch zu eigensinnig und Chance vertan. Thomas Kutsche wieder mit einer schönen Flanke und da ist Erik Bachmann. Doch was für eine Parade von Dominik Schiering. Bachmann beim vergangenen Heimspiel noch mit diesem Horst Rubesch Gedächtniskopfball erfolgreich. Heute findet er seinen Meister in Schiering. Das Wetter hat auch alles zu bieten wie die zweite Hälfte. Jetzt geht's richtig ab nach vorne. Und wieder Bachmann. Was für eine tolle Klärungstat. Bachmann toll geklärt vor Radoslav Sarilo, den Top-Torschützen von Neusalzer Spremberg. Und immer wieder Bachmann, klasse Pass auf den eingewechselten Nico Franke. Der behält den Kopf oben und ausgerechnet Stefan Schäfer, der den Kopf vorhin unten gelassen hat, mit dem so wichtigen 1:0. Der erste Treffer für den im Sommer aus Olbernhau gekommenen Stürmer. Glück pur. 10 Minuten später, Großenhain macht auf. Der Regen ist wieder vorbei und da kommt das Top-Talent, Paul Jokusch. Toll eingeleitet vom eingewechselten Willi Berge. Der 5. Treffer im 6. Spiel für den 19 Jahre alten Jokusch. Der Typ kann mal ein ganz großer werden. 3 Minuten später, es wird wieder spannend. Sarilo, Radoslav Sarilo. Und was macht denn Matthias Walter da? Sieht erst komisch aus, ist aber so ein klarer Elfmeter. Zack, da zieht er das linke Bein nochmal hoch. Völlig unnötig. Wäre er daneben gegrätscht, hätte Sarilo gar nichts machen können. Und Paul Kant, souverän, lässt Tom Müller im Tor der Großenhainer nicht den Hauch einer Chance. Spitzname Kanter. Man sieht auch warum. Das 3. Tor für den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler schon im 6. Saisonspiel. Großenhain kriegt sich irgendwie nicht mehr gefangen. Super Pass von Lukas Buska auf Radoslav Sarilo. Doch den wollte er viel zu lässig machen. Noch sind 5 Minuten zu spielen. Haschke mit hoher Flanke. Marx will ablegen auf den eingewechselten Krüger. Und was ist denn das für ein Einsatz von Paul Kant? Boom, umgestoßen. Und was macht Schiedsrichter Nico Rich? Gar nichts. Das gibt es doch nicht. Kein Elfmeter. Und Erik Bachmann kann sich nicht beruhigen. Meckert in einer anderen Situation immer weiter und bekommt dann dafür zu Recht gelb-rot. Letzte Sekunde, 95.
Thorsten Marx nochmal mit der Chance. Drüber. Jubel bei Neusalzer Spremberg. Redebedarf bei Großenhain. Kein Wunder. Das Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt. Werbung für den Fußball in der Hälfte 2. Spremberg gewinnt zum ersten Mal überhaupt gegen Großenhain. Die erste Halbzeit verlief so, wie wir es erwartet haben. Beide Mannschaften auf Augenhöhe. Viel taktische Disziplin, viel, ja, oder sagen wir mal, wenig Torchancen in Summe. Wir hatten dann natürlich sogar noch einen Hochkaräter. Aber summa summarum war das das erwartete Spiel. Und wir wussten schon, dass es eine schwere Aufgabe wird. An sich hat sich ja dann bestätigt. Allerdings ist es für mich eine absolut bittere Niederlage, weil eine dumme Niederlage. Das war dann in der zweiten Halbzeit sicherlich zu sehen, warum. Weil wir 1-0 führen und dann urplötzlich ein anderes Spiel spielen als das, was wir vorher gespielt haben. Und dann muss ich sagen, geben wir das Zentrum frei und verlieren dann am Ende, für meine Begriffe, für die Dummheit auch zurecht und verdient. Und deswegen ist es so bitter. Also definitiv ein Arbeitssieg. Ich glaube, wir hatten auch Probleme mit dem großen Platz. Wir haben ja zu Hause einen recht kleinen Platz. Und dementsprechend mussten wir erstmal reinkommen, hatten viele, viele Fehlpässe. Denke wie der Gegner in der ersten Halbzeit. Dadurch ist nie ein Spiel zustande gekommen. Und mit ein paar vernünftigen Worten in der Halbzeit hat sich das ja auf beiden Seiten geändert. Mit positiven, ja, wie sagt man, positiven Ausgang für uns. Ja, und wie positiv dieser Ausgang ist, sehen wir nochmal hier. Neusalzer Spremberg springt durch das Unentschieden von Mittweida auf den ersten Tabellenplatz und wie eng das in dieser Liga ist. Super! So macht Fußball Spaß. Wir freuen uns auf die kommenden Spieltage. Euer Team Rabenfront.